Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Mitte mit Reizgas angegriffen. 9 Personen verletzt, darunter 6 Kinder. Die Polizei rast mit dutzenden Streifenwagen in die Nähe des Naturkundemuseums am Hauptbahnhof und sperrt einen Teil der Invalidenstraße. Als gegen 20.45 Uhr der Notruf bei Polizei und Feuerwehr eingeht, scheint noch nicht klar zu sein, um was für einen Anschlag es sich handelt. Denn die komplette Straße vor der Flüchtlingsunterkunft ist voller Blaulicht und Einsatzkräfte. 50 Polizisten sind im Einsatz. Die Feuerwehr rückt mit 36 Kräften an und vor dem Eingang des Gebäudes platzieren sich mehrere Rettungswagen. Die Lage ist angespannt, während die Polizei den kompletten Straßenteil vor dem Eingang der Flüchtlingsunterkunft abschirmt. Beamte fordern die Menschen auf, den Gefahrenbereich zu verlassen. Die stark befahrene Straßenbahnstrecke ist dicht. Fahrgäste müssen zu Fuß weitergehen. Ein gigantischer Einsatz mit dutzenden Einsatzkräften. Im 4. Stock der Flüchtlingsunterkunft kommt es zu dem Reizgasangriff. Die Opfer leiden unter Atembeschwerden. 8 verletzte Bewohner müssen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Darunter 6 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, ein 14-jähriger Jugendlicher und eine 28-jährige Frau. Ein 60-jähriger Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft verzichtet auf eine weitere medizinische Behandlung. Nach Aussagen der Opfer überprüft die Polizei noch am Freitagabend 4 Verdächtige im Alter von 18, 21, 22 und 24 Jahren. Eine freiwillige Untersuchung ihrer Zimmer konnte sie nicht als Täter bestätigen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Reizgas-Rowdy und ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein riesiger Rettungseinsatz mit knapp 100 Einsatzkräften, viel Blaulicht und einer komplett gesperrten Straße wegen etwas versprühtem Pfefferspray. Check a Rel. Check a Rel. Best videos ever.